jetzt in meiner Position auch in der Universität und in der Nephrologie, aber als Nephrologie tatsächlich die Nephrologie über das Bewusstsein auch noch sehr allgemein in der Medizin zu rücken, also das ist nach wie vor erschreckend. Das ist das erste Wort immer ist der ganzen neuen Assistenten und das ist eine Nephrologie, das macht mir Angst, das habe ich nie verstanden. Insofern ist das eine gute Herausforderung und dann natürlich ist das auch ein bisschen mehr. Sie haben ja auch den überwiegenden Teil Ihrer Weiterbildung an einem Berufsklinikum gemacht, sind jetzt Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie und werden ja dann bald in eine Praxis wechseln. Wie kam es zu der Entscheidung und worauf freuen Sie sich und was macht Sie vielleicht auch Sorgen? Ich werde noch eine kurze Korrektur zu beginnen. Für mich bin ich Nephrologe im Detail. Ansonsten ist mein Weg in die Nephrologie auch eher über Umwege gewesen. Ich habe ein Jahr eine Chemie drüber gemacht, dann zu Beginn nach dem praktischen Jahr, weil mich das am Anfang dann interessiert hat, praktisch tätig zu sein und dort praktische Fähigkeiten noch, wie man sie in der Nephrologie am Anfang hat, auszubauen. Bin dann aber, und das war auch von vornherein geplant, primär in die innere Medizin zu wechseln und in die Nephrologie hat also über einen Umweg, eine Kardiologie. Ein guter Freund und Studienkollege, der in der Abteilung schon tätig war, der dann schon berichtet, von dem Klima in der Abteilung oder auch inhaltlich von der Nephrologie, wo die Leute sich beworben haben und auch bis heute gerne dort arbeitet. Am Anfang war es eher so die innere Medizin und im Allgemeinen, die mich dann nicht begeistert, sondern in der Nephrologie gerade auch weiteres Spektrum geht und Patienten, die jetzt nur elektiv eingestellt werden, sondern auch die Erkrankung, wo man zum Rätseln muss. Und der Reiz an der Nephrologie war eigentlich das Interessante, das was einen bis jetzt fasziniert, ist eben tatsächlich, dass man dann auch in die Tiefe gehen kann, was die Krankheitsbilder angeht. Und wie für den bald anstehenden Wechsel in die Praxis? Worauf freuen Sie sich oder worauf also Sie vielleicht auch bedenken oder beaufgehen? Naja, das ist natürlich schwierig. Zum einen, man arbeitet ja sehr gerne, oder ich zumindest sehr gerne in der Abteilung und auch noch als in der Klinik. Letztlich ist das Reizvolle sicherlich, dass man von eigenständig arbeiten kann, auch nach eigenen Vorstellungen, vielleicht noch mehr als angestellt, Dinge umsetzen kann, eigene Schwerpunkte vielleicht auch mal mehr aufbauen kann, dass man aktuell auch zum Beispiel im Konstantbereich, dass man im ambulanten Bereich auch ein bisschen Maße fortführen, sich dort so kleine sehr eigene Stärkung aufzubauen. Aber das ist noch unklar eigentlich für mich, dass ich, wie der Alltag dann aussehen wird, würde ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich, weil ich bisher den Anliegen nicht gesehen habe. Okay, dann frage ich mich mal aus der Liebe. Sie sind ja schon länger in der gesamten in einer nephrologischen Gemeinschaftspraxis. Wie sieht da so Ihr Alltag aus und was können wir vielleicht für die Verkörper mit Leben auf dem Weg? Ja, ich habe vor fast 15 Jahren mich in die Selbstständigkeit gewagt. Ich habe für das Thema schon fast ein bisschen Karriere gemacht. Ich war Krankenpfleger, habe danach erst studiert, habe die innere Medizin als mein Interessenfach wahrgenommen und stand dann davor, in die Horrorabteilung der Nephrologie für ein halbes Jahr im Rahmen der intersexischen Weiterbildung. Und man sieht oft, dass vieles doch mit Menschen zu tun hat, die einen prägen. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich in die Abteilung wechselte, kam noch ein neuer Oberarzt, der eine sehr positive Stimmung verbreitet hat, der die Nephrologie sehr positiv dargestellt hat. Und das hat mich begeistert. Ich bin also 2 Jahre dort geblieben, statt dem halben Jahr, was alle anderen Turnier gemacht haben. Und habe mich dann entschieden, in einem anderen Krankenhaus die Ausbildung für die schwere Nephrologie zu absolvieren. War dann nochmal zurück in dem Haus dann habe ich gemerkt, mit dem Chef, das hakt, das ist nicht der richtige Weg. Und, das war die Gründungsphase, da haben also viele Zentren entstanden, weil die Patienten noch immer mehr weite Wege hatten zu den Dialysen. Dann habe ich mit meinem Kollegen zusammen die Entscheidung getroffen, wir lassen uns nieder. Wir hatten gute Unterstützung von Herrn Zerfau gehabt, wir hatten
wissen Sie selber, dass ein, zwei Jahre vorher das schon mal geholfen haben. Also ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, auch, dass man immer wieder Hilfe und Unterstützung braucht, von anderen, um diesen Weg zu gehen. Denn es war auf einmal, es war nicht nur Medizin, nicht nur Nachdenken über Krankheitsbilder, ich musste auch mal gucken, wie sieht es mit dem Konto aus, wie sieht es mit der Buchhaltung aus, wie führe ich Personal. Das waren Aufgaben, die ich nicht gelernt hatte, aber die spannend waren und die letztendlich auch das Ganze geprägt haben. Und wir haben heute noch eine ausgesprochene Gewinnungssituation von unserem Personal in der Praxis. Also ich glaube einfach, dass das wichtig ist, dass man auf die Menschen zugeht, dass man sie mitnimmt und dass man guckt, wo man seinen eigenen Standpunkt auf der Markt findet. Was mir ein bisschen schwer fiel damals, war dieser Kontakt mit anderen Kollegen. Das waren wir dann noch zu zweit. Und dann hatte ich das von jemandem gehört, ich glaube, der Martin Kuhnmann war es damals gewesen, der sagt, wir haben hier sowas, so ein Text. Da kommen einige, das ist eine gute Idee. Dann haben wir das im Bereich von Koblenz, also das Weihen, gibt es in der Vulkaneifel, Marina Lach ist vielleicht einigen bekannt, das ist ja schon in der Medizinerkloster, also die Roten See. Und da in der Nähe ist meine Praxis, das ist in der Nähe von Koblenz, und Rhein. Und wir haben dann in dem Bereich Koblenz einen Qualitätszettel gefunden. Ich habe eingeladen und am ersten Tag waren 20 Leute da. Und bis heute haben wir immer so zwischen 15 und 25 diesen Qualitätszettel bekommen. Das heißt also, der Austausch mit Kollegen und auch das Kennenlernen der anderen, das Wissen, wie die anderen sind, dass das nicht die bösen Konkurrenten sind, die denen wir nicht erschlagen müssen, sondern dass genauso interessierte und aktive Mediziner sind, das war eigentlich das Entscheidende. Also eine Initiative, die dann eine positive Feedback auch erfahren hat. Wir haben gerade von Frau Dr. Panzer schon ein Gefühl über die Arbeit an einem nicht universitären Krankenhaus gehört, für den Checkout in Harburg. Und haben aber auch Kontakte zur Niedergelassenenpraxis gehabt und sind auch zum Universitätsklinikum in der Weiterbildung, die ihre Rolle dort jetzt als Leiter eines nicht universitären Haus, was macht daran die Freude und die Ja, die Freude über mich natürlich. Wir sind eine kleine Abteilung und die Nephrologie ist auch ein kleines Teilmitglied der inneren Medizin und der inneren Medizin. Freude macht mir gerade das, was der Kollege im Vorbild erfahren hat, die Interdisziplinarität und der Kontakt zu den Kollegen, der im Krankenhaus natürlich extrem mannigfaltig sein kann, wenn man sich dann einbringen kann in die Klinik. Und alle, die Kontakte machen dürfen in den Kliniken der Chirurgie oder auch der Urologie, kennen das Problem. Wenn die Niere erkrankt, dann gehen alle einen Schritt zurück und sagen, oh Gott, das kann ich nicht. Und dann gucken wir nochmal, dann gehen wir nochmal Lasik und Kochsalz. Extra für Herrn Stahl sage ich das nochmal, Lasik und Kochsalz. Das hatte ich nämlich auch. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann holt man uns und dann sollen wir diese Art Zauberstufe das alles wieder richten. Und es geht ja gelegentlich, wenn man so ein bisschen innere Medizin auch kann und Nephrologie, dann geht es ja auch. Und das finde ich das Spannende, die Interaktion mit den schneidenden Fächern, weil dort auch ganz andere Vorstellungen von Medizin vorherrscht. Und dieser Kontakt eben auch zu den anderen internistischen Kollegen, Kardiologen, Gastroenterologen, das finde ich ist das, was mich bislang bewogen hat, irgendwelchen Anwandlungen in die Praxis zu gehen, noch nicht zu wissen. Ganz ehrlich, weil das würde mir fehlen und das bestätigt sicher dadurch, dass er sagt, nicht alleine sein oder Einzelkind, was man braucht, und auch wenn man Qualitätsbildung hat, kann ich mir zum jetzigen Tag für mich noch nicht vorstellen. Und wie hat das angefangen? Ja, anders als meine Vorredner bin ich von einem autokratischen Chef geschickt worden. Er hat gesagt, Herr Winter, wir wollen mal eine Dialyse aufmachen, jetzt gehen Sie mal da und da hin und lernen das mal. So bin ich zu der Familie gekommen, ganz einfach. Also weder berufen noch großen Institut. Und ich muss gestehen, das bin ich vielleicht der Einzige hier im Raum. Ich fand während des Studiums der Nephrologie ganz furchtbar, weil es ganz schwer zu lernen war. Es gab einen Punkt. Ganz platt. Das ist ein schönes Stichwort, damit wir Sie an der Schnittstelle Universitätsklinikum, wo sozusagen für Lehre, Forschung und Patientenversorgung ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung.
Herausforderung, aber ich habe genauso wie der hier angefangen als Krankenpfleger, das war noch in Berlin in den 60er Jahren, auf einer nephrologischen Station. Damals war die Dialyse gerade so im Entstehen, muss man sagen. Das war für mich auch als Krankenpflegeschüler, wie das damals hieß, doch erschreckend, wie das erstmal aussah. Und habe mich dann nach dem Medizinstudium zunächst erstmal in die Pharmakologie begeben, weil ich wichtig fand, dass auch die Arzneimittel, die gehören ja dann, sag ich mal, Nephrologie kräftig dazu, nicht nur was die Dosierung anbetrifft, sondern auch was die Toxizität anbetrifft. Ich habe erstmal Facharzt für Pharmakologie gemacht, auch in dieser Zeit über ein nephropharmakologisches Thema sozusagen promoviert. Und dann dachte ich, naja, nur diese Theorie auf Dauer ist dann doch nichts, und habe dann angefangen in der inneren Medizin und fand an der Nephrologie immer spannend, das, was gerade auch schon meine Vorredner gesagt haben, ist, dass man doch als Nephrologe doch noch ein gewisser Generalist sein muss in der inneren Medizin, und dass die Zusammenschau aus Infektiologie, aus Immunologie, aus, sag ich mal, natürlich auch Kardiologie und Pneumologie doch manchmal aus dem Auge verloren werden darf. Und das ist eigentlich das, was mich auch mal in der Nephrologie so, sag ich mal, gefesselt hat. Und das versuche ich zumindest in dem Bereich, den wir in Lübeck haben. Das ist ja auch eine sehr kleine Abteilung, die nicht eigenständig ist, aber den großen Vorteil hat, dass sie die konservative Nephrologie, die Dialyse und auch die Transplantation sozusagen in einer Hand hat. Das hat auch den Vorteil, dass der ein oder andere Patient selbst aus dem Hamburger Raum sich bei uns transplantieren lässt. Und sozusagen wir eine kleine Einheit sind, die, sag ich mal, doch sehr kompakt ist. So, Uni gehört ja auch Forschung, das hatte Herr Dr. Mutter ja auch schon angesprochen. Wie sind Sie zur Forschung gekommen und gab es dann solche Förderungen? Förderung, ja, also. Nein, Förderung, achso. Förderung gibt es natürlich auch immer. Ja, natürlich gibt es Förderung. Also wir haben zumindest bei uns eine sehr, sag ich mal, vernünftige Förderung, die da die jüngeren Assistenten, die beginnen bei uns mit so Junior-Anträgen, eine gewisse Anschubfinanzierung geben. Das ist so eine Größenordnung etwa pro Antrag von 70.000 bis 90.000 Euro. Damit kann man schon, sag ich mal, für anderthalb Jahre das eine oder andere kleinere finanzieren. Und das ist in der Regel als Anschubfinanzierung gedacht für eigene Anwendungen. Von der anderen Seite, die also eine Konferenz berichtet über das Forschungsinteresse. Forschung bedeutet ja auch, dass man vielleicht viel mehr arbeitet als die anderen Kollegen, die in Anführungszeichen nur klinisch tätig sind. Welche Bedeutung hat sozusagen dieser zeitliche Aspekt und was haben Sie für Förderungen erlebt oder wünschen sich? Also zeitlichen Aspekt her gesehen, das stimmt, man muss natürlich auch Zeit investieren, aber es ist eine große Entscheidung. Also, das wollen wir schon klar von vornherein, dass man wieder Zeit investieren sollte, muss, und das eine muss noch Spaß machen, deswegen machen wir das auch gerne. Was Förderungen angeht, ich habe bei mir persönlich zweierlei, zum einen über die klinische Forschungsgruppe, wirklich zwei Jahre in den Forschungskonsorten arbeiten, wo man wenig und keine klinische Pflichten dann hat, was natürlich auch einem sehr hilft, die Forschung noch besser durchzufassen, noch besser was zu, daran arbeiten können. Und was auch die Thematik angeht, bin ich immer sehr dankbar, dass wir keine Schaden sollten, wenn man das funktioniert. Also der zweite Aspekt ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen, haben Sie schon gesagt. Und wenn es Spaß macht, wenn man das gerne kauft, das ist, man selber auch geforscht und damals in den USA, das sagte mir der Kollege im Labor, der hier noch nie Fellow, der so viel gearbeitet hat, und dann hat geantwortet, das macht wieder Spaß, und dann hat er gesagt, ja, die Deutschen denken, wenn es Spaß macht, kann keine Arbeit gewesen sein. Dass man Freude daran hat, ist wahrscheinlich eine gute Voraussetzung, um sich damit auch zu beschäftigen und auch die Zeit zu investieren. Ja, vielleicht nochmal an Frau Dr. Hans und Herr Dr. Lisa die Frage, was die Weiterbildung an der Uniklinik oder die Jahre, die Sie an der Uniklinik geblieben sind, was hat das für Ihr jetziges Arbeiten gebracht, oder was hätten Sie sich in der Weiterbildung dort vielleicht anders gewünscht in Vorbereitung auf die
Uniklinik, das ist kein Fallmittel, die wir bis heute auch die Vorteile des universitären Daseins, universitäre Denken, ist doch ein Ansatz, finde ich, dass an den allgemeinen etwas kleineren Häusern, auch was Fortbildungen und so weiter betrifft. Ich glaube schon, dass man einfach ein ganz spannendes, ganz weites Spektrum in der Nephrologie eben gesehen hat, was schon erwähnt wurde, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir alle kennen, mit allen Fächern, auch nur die Gastroenterologen, den Infektiologen, den Rheumatologen, das überschneidet sich ja überall.